Jo, und damit wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Part in der Raumstation der unlogischen Dinge. Ja, ganz großes Labyrinth hatten wir beim letzten Mal gesehen. Und mit dabei sind wieder ganz, ganz viele Leute, also deswegen nicht wundern. Ich bin nicht da. Okay, alles klar. Also Minus Freak ist nicht da, das ist gut zu wissen. Das wäre auch schlimm, wenn er da wäre, weil dann könnten wir ja... Nee, wenn er ja nicht da ist, dann können wir über ihn ablästern. Hahaha, wenn wir böse Leute wären natürlich. Okay, ja. Gameboy, was machen wir denn heute? Ja, richtig, Gameboy, wir lassen uns in den Abgrund werfen. Ich hätte vielleicht vorher erstmal ein Safe-State machen müssen. Okay, alles klar, das war jetzt gerade sehr abgespackt. Okay, wieder rein, das war jetzt gerade sehr planlos. Okay. Nein, wir tun natürlich hier in diesem Part gucken, dass wir einen Stern wieder kriegen. Ich hab gesagt, dass ich heute nicht dazu. Ja, ich weiß. Und haben dabei unlogisch eine Spinne getötet. Warum nicht? Immer Rocket League. Danke, Futaser. Genau, nebenbei läuft übrigens noch der Matze-Stream. Für all die sich wundern. Oh Gott. Bayern? Habe ich gerade Bayern gehört? Warum? Nein, ich habe Rocket League gesagt. Ja, das ist live, das kann passieren. Würde ich das sagen? Ja, alle guten Dinge sind drei, okay, alles klar. Aber wir fucking Bayern-Champagner trinken. Ja, das ist Champagner. Gehen wir lieber mal weg. Ich bin da. Oh Gott, das wird sowas von schlecht werden. Ja. Ja, jetzt versuchen wir mal hier dieses Labyrinth ein bisschen weiter zu erkunden, wo wir beim letzten Mal drin waren. Ich glaube, beim letzten Mal bin ich hier runter in diesen Schacht gestiegen. So unfähig. Oh, was eine Flasche. Gucken wir mal, ob wir hier... Nein. Vielleicht finden wir das UFO. Weil auf das UFO sollen wir auch. Und hier ist eine Landebahn. Was macht denn die Landebahn? Flugzeuge drauf abstürzen. Da ist übrigens hier dieser Ball von diesem Sniffet. Oh, guck mal, was der für eine Reichweite hat. Das ist ja heftig. Aber hier Buchstabensalat, weil du das meintest. Auf dem Mond eine Landebahn für Flugzeuge, das halte ich doch für sehr bedenklich. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich eine ist. Vielleicht für Raumfähren oder Space Shuttles natürlich. Das kann sein. Hier sind noch Untertassen. Ja, und hier sind auch Kontrollen. Und hier ist wieder ein cooler Kistenberg. Mehr rühren. Also hier sind tatsächlich, für jeden Rocket League Spieler ist das hier das Paradies. Denn hier sind ganz viele Kisten. Vom Video ist wie ein drei Becher Wasser rein. Ja, was ist denn das? Umrührt. Aha, da ist ja eine rote Münze. Wasser rein nebenbei. Wer wird nochmal hier Rocket League spielen? Ich immer noch, ich hab schon eingeladen. Hast du? Ups. Alter, der rührt das. Geil, und versaved. So geil! Schön. Man muss das viel mehr rühren, weil sonst lohnt sich das nicht. Nehme ich an. So, dafür haben wir das aber ganz gut hinbekommen und haben damit die zweite rote Münze. Okay, interessant. Münze. Willst du ein 1 gegen 1 oder was? Aber es scheint, als geht's ja auch nach oben. Ist alles egal. Ich habe so hier gerade einen Sparky gehört. Oh je. Drei fucking Löffel. Ja. Ich hab noch Blackscreen. Nanu, wo sind wir denn hier? Ist das hier eine Kommandozentrale? Ist das hier der Organon? Am Ende. Oder ist es die Brücke der Endzauber-Knopf? Nee, sieht. Sehr merkwürdig aus hier oben. Was ist denn hier oben? Ja, schaut auf, linken auf dem Rechten. Scheint gar nichts. Okay, alles klar, das ist ein cooler Turm. Oh, boah, ist das voll gefälscht. Ja. Ja gut, dann war das ein cooler Turm gewesen. Schade, ich dachte, da wäre noch ein bisschen mehr drin. Ich glaub, in diesem coolen Turm. Oh shit. Noch ein altes Design. Dann sind wir aber wieder auf der Landebahn. Bis gleich. 5 Minuten später. Ob man hier da nach draußen kommt auf dem Turm, ich weiß es nicht. Kannst du joinen oder nicht? Wasser drin. Ich habe auf Annehmen gedrückt, aber mein Rocket spackt rum. Ich habe Blackscreen und... Also hier scheint nichts weiter zu sein. Hier haben wir zumindest mal ein paar rote Münzen getroffen. Gefunden, getroffen. Ja, was gut für dich. Gefunden, getroffen. Lass! Gefunden, getroffen. Und ja, Rocket League ist anscheinend ein klasse Spiel. Taskmanager auch Bomben legen. Alles verloren. Achso, übrigens, wir haben ja jetzt auch die Neuigkeit mitbekommen, dass der gute Weehawk LP jetzt auch gesagt hat, dass er Metroid Teil 1 spielen möchte. Was ich übrigens sehr gut finde. Nicht so wie die ganzen. Wer ist dieser Weehawk? Er erinnert mich irgendwie an diesen Konsolenfalken. Ja, das stimmt. Da gab's ja auch noch was von Rügenwalder und Ratio Farm. Ja. Warum kann man von Rügenwalder und Ratio Farm? Warum funktioniert das jetzt? Was ist hier los? Okay, wir haben zumindest rausgefunden, wie wir ja auch hier an diese rote Münze kommen, die hinter Gittern war. Das ist sehr interessant.
Am Ende sammeln wir jetzt doch die roten Münzen, nachdem wir schon im letzten Part hier 100 Münzen mal wieder gesammelt haben, ohne den roten Münzstern zu machen. Manch einer würde sagen, das ist sehr unprofessionell, aber es geht. Ja, sehr ineffizient. Ist da eigentlich Fleisch drin in der ganz linken oder ist das eine Soße? Moment, ist Soße. Das Soße? Zweifelsfall, Käse, Soße. Bolognese war das rechte gewesen. Wie wär's denn mal, wenn du nicht guckst? Beitreten. Ja, ich lenke total rum. Oh shit. Tut mir leid, es lädt gerade alles. Das hätte leicht in die Hose gehen können, aber zum Glück haben wir ja nochmal gut abgebremst. Ich warpe mich durch die Gegend. Warp-Ship. Nein, kein Warp. Buchstabensalat, oh. Auftrag für dich, falls du nicht irgendwann mal liefen musst, etc. Rote Münze bei Röhren. Einfach nur merken, dass da eine ist. Ich versuche es. Schreib sie auf den Bildschirm. Ein bisschen Edding und schreib sie auf den Bildschirm. Endeltor. Die Edding auf den Bildschirm striche, ne? Ja. Herr Lufer. Das ist die beste Methode, muss man wissen, ja. Das hat er getan. 1-2, Kacke. Warum bleiben die Sterne? Ich find's ja gut, wie er Bolognese-Nudeln isst ohne Hackfleisch. Erkennt ihr den Fehler? Ja, weiß nicht, also für den Mann. Für manchen wird sich das wahrscheinlich nicht erschließen. Es gibt ja 2-2. Warum ist das Bolognese ohne Fleisch? Das Bolognese, ist wie Käse. Nur ich ziemlich mag wenig Soßen. Kleine Fleisch. Ja, Dinger. Keine Ahnung. Das ist echt die Bolognese Soße. Also Fleisch. Münze. Nein! Machen. Spiel, nein! Lass es! Du hast gesagt, es leckt, deswegen habe ich nochmal abgelenkt. Da oben ist ein Stern. Interessant. Ach, deswegen der Gabelstapler. Ich muss irgendwie alles zu ja, den haben wir ja schon im ersten Part gesehen, genau. Und da hatte ich mich ja gewundert, wie ich da hochkomme. Geht wieder? Ein Rätsel, was wir bei Zeiten irgendwann mal angehen werden. Boah, immer diese Geräusche, die einfach so 10-mal hintereinander kommen. Hier wird wahrscheinlich auch keine weitere rote Münze sein. Beschleunigen. Oh. Der ist ein bisschen gefälscht, der Chuck hier. Da muss man ein bisschen aufpassen, aber ansonsten. Nun ja. Schokoladeneier auf dem Teller und. Ups, das wollte ich so nicht machen. Oh. Bevor ich aber das angehe. Ah, fuck. Bist du fertig mit dem Spiel? Was ist das? Hallo, was ist das? Denn das weiße Ding da. Alter. Winkeltor! Weißt du, wenn ich diese Dinger ansehe, ich möchte mal so Designer von diesen Spielsachen kennenlernen. Und möchte wissen, was die studiert haben und wo die ihre Ausbildung gemacht haben. Das weiß ich nicht, was die studiert haben. Ich hoffe mal mehr als der Typ vor der Kamera, der das Ganze bewertet. Wahrscheinlich. Ah, knapp. Er hat auch nicht studiert, deswegen macht er auch sowas. Das ist sein dritter Bildungsweg, Empor. Zurück zum Hauptmenü, okay. Oh, ist kein Starfighting. Speedstar? Ja. Ist das ein Stift? Er fliegt immer zu weit. Achso, das ist ein ganz schlechtes Zeug. Ja, aber eigentlich. Okay. Oh, Daumen! Okay, Empor, du färbst ab. Sogar ich will sagen, so aggressiv bei ihm. Ja, siehst du mal. Aus gutem Grund. Hat jetzt eigentlich so ein anderes Kuscheltier. Oh, richtig so in den Fängern rein. Das regt mich gerade über was ganz anderes auf, und zwar über diesen Sprung hier. Warum? Ach, halt selbst jetzt. Ja, es ist mal. Mach ich doch gerade die ganze Zeit und immer wieder der dumme selbe Sprung, das will nicht funktionieren. Mann! Merchandise! Stell mich einfach nur gerade dumm an, höchstwahrscheinlich, ja. Das war jetzt so oder so super Fail. Mann! Mario, spring! Na, das war jetzt so oder so. Den kann ich sofort in die Tonne treten, den Versuch. Oh, Gott sei Dank. Okay, alles klar. So. Sind wir einen Schritt näher dran an der roten Münze. Alles klar, gut. Deswegen safe ich das ab. Okay, haben wir die fünfte rote Münze. 6 Schritt. Gut.
Nummer 6. Irgendwas steht da, aber das gucke ich mir jetzt nicht an. So, jetzt sind wir wieder in dem Raum mit den Röhren. Alles klar. Das sieht doch schon mal ganz gut aus bis jetzt. Wie komme ich da am logischsten ran? Okay, ich bin Klett oder? Ich läge nicht. Aber er hat sich zumindest was dabei gedacht, der Hackersteller. Das muss man ihm ja schon sagen. Hab das Booster vorne nicht eingesammelt, kam nicht hoch. Wahrscheinlich das Impact, oder? Ja. Weiß ich nicht. Ach, immer dieses ganze Last-Impact-Bashing, ich weiß ja nicht. Also, okay, stimmt, man muss ja immer, nicht immer die ganze Zeit damit vergleichen, sag ich jetzt mal. Ich verstehe es. Das ist jetzt halt... dauernd auf die Bashed wird. Vor allem spiele ich jetzt auch gerade kein Last-Impact, sondern ich spiele hier Marvel Adventure. Und Marvel Adventure ist... Das ist ein fucking Mod. Die 4 Überraschungseier, ja, geil. So, jetzt hatte ich mir gedacht... Ich finde das ja ekelhaft, wie einfach Disney die Eiskönigin einfach so mit Merchandise in den Boden vergewaltigt. Merch! Weißt du, früher Filme gab es einfach nur zu gucken, das war's. Und von der Eiskönigin, ich habe den Film noch nie gesehen, was gehört, noch nicht mal eine Sekunde von dem Film habe ich gesehen. Aber ich werde mit Merchandise so zugeschissen. Ja, das Merch! Ich habe auch nicht gesehen. Und nicht mal ein Kino-Trailer von dem Film. Ich hatte das komplett überhaupt nicht bemerkt. Ja, weil wusste schon, dass der rauskam, so ist es nicht. Nee, weil ich überhaupt gar nicht. Ich habe erst durch diesen Merchandise-Scheiß überhaupt von der Existenz davon erfahren. Es wird mit Grund und Boden vergewaltigt. Yeah. Es gibt alle Scheiße, weißt du schon? Dieser Film ist wie lange draußen? Ein paar Monate oder wie? Ein bisschen länger gewesen. Okay, blau und schlau. Oh Gott. Blau. Ja, schlau gelöst. Ah, so kriegt man das am besten hin mit einer doppelten Wandsprung-Kombination oder so in der Richtung. Oh Gott, schon eine Klügelord-würdige Kombination oder wie? Komm, ja, mal. Ein bisschen, aber... Eiskönig erschien 2013 November. Jetzt... Also. Ah, nee, ich weiß, wo ich hin muss. Glaube ich. Bam. Ups. Ja, ich bin nicht so... Aber ich glaube, es kam jetzt ein zweiter Teil raus. Ich wäre für einen Befreiungsschlag. Also für alle Leute, die mich sehen, werden mich wahrscheinlich schlagen, aber ich habe dummerweise ein paar Probleme mit der Perspektive. Ich werde dich trotzdem schlagen. Okay, mit Freude. Ja, du wirst es ja sehen, wenn du den Part dir anguckst. Es wird dann nur Part 10 sein. Aber wisst ihr, warum wird eigentlich so damit abgeholt? Mann. Also hier ist ja echt jede rote Münze ein einzelnes Rätsel. Das ist ja schon... Zwei Dinge ausgepackt. Dumme Eigentore. Immer dummer Eigentum. Du weißt schon, dass du Deutsch redest. Oh, das hätte klappen können. Na, fuck. Ich bin immer so kurz davor, den Controller nicht nach unten zu werfen. Immer so ganz kurz davor. Er hat das eine noch nicht mal mehr ausgepackt, er packt das nicht mal aus mehr. Nö, kannst du nichts aufnehmen? Ja, Ich hab meinen Laptop angesprochen. Ja. Ah, fuck, egal. Einfach angespruckt. So, jetzt müssen wir noch eine rote Münze finden und es ist nicht die bei den Röhren. Oh je, was machen wir jetzt? Ich hab schon Zustände, Mann. Was machen wir jetzt? Buchstabensalat. Ui. Die Musik weiß es auch nicht, wisst ihr es denn? Ich sing jetzt einfach mal, weil ich es kann. Ja, genau, das war die richtige Antwort. Da ist die rote Münze. Im Kreis rumlaufen und rumschreien. Mhm. Aber ist das denn sinnvoll? Verdammt! Ist das denn die richtige Lösung? War ich hier oben schon gewesen? Du wolltest ja eine Antwort. Ja, aber das ist eine Antwort. Das stimmt. Das gestehe ich dir zu. Das ist eine Antwort. Eine Ewigkeit später. Wie viele Sterne hast du jetzt schon? Ich habe gar keinen Stern bis jetzt in diesem Part. Das ist ja das traurige Geschmack. Ich meine jetzt allgemein. 31. Du bist ja schon bald durch. Ja. Ah, das ist auch so ein Problem bei großen Levels. Ja, das stimmt. Das ist sehr groß, das Level. Das kann man... Ist nichts Schlechtes zwingend, aber... Ja. Ah, Mann.
Und ist schon bekannt. Ich will hier auch nicht safe staten, weil das Problem ist, ich will jetzt auch nicht den Rückweg machen, wenn hier oben nur ein Stern ist. Bitte aber mehr safe states. Ich finde ja das Thumbnail von diesem Video, was ich gerade gepostet habe, und 60 Euro Talk, sehr schön. Guckt euch das mal an. Ja, der ist ein Stern, scheiße. Fuck. Findet ihr das nicht schön, dieses Lächeln? Das ist so ein richtiges, ich hab dich gefesselt, Lächeln. Oh Mann, ey, Alter, ich will diese blöde rote Münze. Alter, ich glaub, das ist Ghost Phantom als ein kleines Kind. Guckt euch mal dieses Lächeln. So richtig so, ich hab dich invaded. So richtig so, ich hab grad Matze im ersten Startgebiet in Dark Souls invaded grinsen. Wo soll das sein, Mann? Hier ist nur die dumme Rakete, aber die, ja, da ist nichts bei der dummen Rakete. Mann! Oh ne, das ist nicht dieses Kasu-Kind, was da Lukas mal ausgeil. Dieser Junge. Do you want dieser more Kasu? Dieser Junge. Ein Junge. A boy. Und da hab jetzt. Ich auch schon. Warte mal. Ne, okay, gut, alles klar. Ich dachte, da könnte man hoch. Alles klar, dann ist da nichts. Oh, ich hab schon 608 auf. Geil. Da will ich nicht hin. Winkel. Mann! Wo hat der Hackersteller hier seine scheiß Münze hin? Wobei, warte mal. Fehlt dir nur noch eine oder was? Mir fehlt nur noch eine einzige fucking Münze und ich hab halt echt keine Idee, wo die sein könnte. Also hier schon die ganze Zeit. Ich bin 0,6%. Und ich hätte jetzt theoretisch in dem Level schon 2 Sterne mitnehmen können. Wow, meine also. Videos gucken, was wir haben. 5% aus der Schweiz, boah, die Polen sind die 5 besten meiner Zuschauer. Okay, was man zumindest klar dazu sagen muss, dass er mit den roten Münzen es zumindest schön gelöst hat. Das hat er gut gelöst. Ja, das stimmt. Das ist also in einem Bereich. Ist. Mhm. Aber ich habe schon was gelesen, dass er das so am liebsten mag. Kein Boost für mich. Ja, ne, da weiß man wenigstens, dass man jetzt nicht irgendwo sonst wo in der letzten Ecke nachschauen muss, sondern okay, ist ungefähr hier dann. Macht es die Suche deutlich leichter. Was? Hör mal auf, so lang zu warten. Dass du dich nochmal extra ärgerst. Ich dachte, ich kann ach wieder nee, so einen machen. Ach, das war ja das gewesen. Das hab ich treffe ihn doch nicht und du fährst vorbei. Hier, mach ihn rein. Warum nicht? Der zweite wäre aber reingegangen, hätte sie nicht aufgehalten. Lügen! Mario macht Hua, obwohl er gar nicht fällt. Geil. Es kann doch nur noch dieses Areal sein. Kann doch nur, aber da war ich auch schon! Mann, 116 Münzen, ja schön, toll. Das ist halt echt nicht spaßig, wir sind jetzt schon bei 35 Minuten. Da muss ich wahrscheinlich cutten. Das ist aber Speedwalk. Oh Mann. Ja, cool. Oh fuck. Oh ja, rechte Ficken. Hast du eine Lösung, Gabelstapler? Oh nein, die kennt Speedwalk nicht. Nee, hat er nicht. Okay. Mann, wo ist die? Gib mir die blöde Münze, Auge, Mann! Gleich mit einem Packen Walkthrough angucken. Brasilien! Es ist halt alles hier, weißt du, dieses Atomendlager ist da, es ist hier, dieses blöde Dings, Laboratorium habe ich auch schon alles. Wo soll denn doch alles sein? Was zur Hölle? Der Mond ist halt echt einfach nur beschissen gerade, was rote Münzen angeht. Mann! Finde ich gut. Nein, wo ist denn? Mann.
Da ist Grütze, toll. Das wird Brasilien. Ich will aber keine Grütze. Wow, da ist zumindest hier der Stern bei der Biogasanlage. Brasilien. Tschüss.